kriege die Krise. Schönen guten Morgen, meine Lieben. Hier ist wieder Warum Punktkritisch. Mein Name ist Lil. Bitte entschuldigt, dass ich mich ein bisschen hier zusammenreißen muss. Ich habe gerade einen Artikel bei Tichys Einblick gefunden und ich werde euch den wahrscheinlich in großen Auszügen vorlesen müssen. Anders kriege ich das gar nicht, glaube ich, geregelt. Es gibt die größte Verschwörungstheorie aller Zeiten. Es geht hier um die Herren Karl Lauterbach und Janosch Dahmen. Also ganz ehrlich, der eine oder andere von euch hat ja vielleicht immer schon mal vermutet, dass Lauterbach möglicherweise irgendwelche Substanzen nehmen würde. Das könnte schon sein, denn er hat gemeinsam mit Janosch Dahmen von den Grünen, das ist ja sowieso so eine herrliche Kreatur, sage ich mal, die beiden haben zusammen eine Verschwörungstheorie hier formuliert. Das ist eine der wenigen Verschwörungstheorien, die höchstwahrscheinlich nicht wahr werden wird. Also wir wissen ja aus der Vergangenheit, es gab ja schon mehrere Verschwörungstheorien von politisch kleineren Gruppen. Die sind leider Gottes zum größten Teil alle wahr geworden. Aber das, was Lauterbach hier von sich gibt, kann einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Also es tut mir furchtbar leid. Aber das ist halt eben möglicherweise auch der Tatsache geschuldet, dass der arme Karl Lauterbach momentan es richtig auf die Ohren kriegt. Ich versuche das mal so zu formulieren. Es geht natürlich hier in erster Linie bei diesem Artikel von Tichys Einblick um die RKI-Geschichte. Aber er kriegt ja gerade auch noch ordentlich Gegenwind vom Rechnungshof, denn der Rechnungshof hat ihn nun auch gerügt. Hinsichtlich der Impfkampagne, die damals gelaufen ist. Und zwar geht es hier um den Verstoß des Vergabe- und des Geheimschutzrechts. Und auch dessen muss sich Lauterbach halt eben stellen. Und nach wie vor ist das ganze Thema seiner Biografie auch mal wieder, flackert mal wieder auf. Krankenhausreform wird er auch von vielen Seiten angegriffen. Naja, und jetzt kommt auch noch die FDP um die Ecke und fordert sogar eine Enquete-Kommission. Also der arme Kerl, der kann es wahrscheinlich auch ohne besondere Stoffe gar nicht mehr ertragen, das ganze Leben. Das ist ja wirklich fürchterlich. Guckt euch dieses arme Gesicht an, der ist völlig durch. Und ja, also das Ganze ist halt eben jetzt folgendermaßen. Lauterbach und Janosch Dahmen sind davon wirklich überzeugt, dass hinter der ganzen aktuellen Geschichte der RKI-Files dahinter steckt wer? Dahinter steckt der Russe. Das glaubt man nicht. Die Russen haben auch gerade völlig andere Probleme, ne, als sich darum in Vergangenheit gekümmert zu haben. Also die Tatsache, dass halt eben multipolar per Gerichtsbeschluss es erwirken musste, dass das RKI die Daten rausgibt, wo ja die meisten tatsächlich auch noch geschwärzte Stellen halt eben enthalten. Dahinter steckt tatsächlich der Kreml, denn der Kreml hat multipolar dazu angestiftet, dass die halt eben darauf bestehen, die Daten hier rauszugeben. Und im Übrigen steht dann jetzt auch noch multipolar hier unter scharfer Kritik, weil multipolar ist nach Auffassung von Karl Lauterbach ja ein Medium, was halt eben auch die russische Perspektive einmal betrachtet. Ja, sagt das Wort multipolar, ne? Rundumbetrachtung. Aber gut, da kann er wahrscheinlich nicht so allzu viel mit anfangen. Die erste Reaktion von Karl Lauterbach, ich versuche es trotzdem so, ohne diesen ganzen Artikel euch hier vorzulesen. Die erste Reaktion von Karl Lauterbach war ja gewesen, er hat sich bei X, bei dieser gefährlichen Plattform X, ehemals Twitter, hat er sich ja gemeldet und hat ordentlich in die Tasten gehauen und hat gesagt, ja, ich finde das toll, dass hier doch die Daten jetzt veröffentlicht worden sind und Aufarbeitung ist ja gut. Also wie nobel. Doch gleich darauf erfolgt ein heftiger Vorwurf seinerseits, denn er sagt, durch Einmischung fremder Regierungen seien Verschwörungstheorien in sozialen Medien entstanden und das dürfe man nicht zulassen. Da ist er wieder, ne? Der kleine Ampelpatriotismus. Tja, der kommt immer dann zum Vorschein, wenn es den Politikern selbst so ein bisschen ans Leder geht, ne? Und die Einmischung aus dem Ausland ist aber, ehrlich gesagt, schlichtweg aus der Luft gegriffen. Also so viel Nonsens kann man doch nicht wirklich ernsthaft unter die Leute bringen. Ist er wirklich der Meinung, dass es irgendjemand hier glaubt?
dass der Russe dahinter steht. Aber das ist natürlich eine ganz gute Geschichte. So kann man natürlich aufgrund der digitalen Service-Gesetzgebung, die wir ja jetzt haben, kann man natürlich halt eben hingehen und sagen, okay, multipolar müssen wir mal näher in Augenschein nehmen. Möglicherweise müssen wir die Plattform gemeinsam auch mit X abschalten. Nicht? Also da sind ja so einige Dinge im Hintergrund wohl zugange. Und die FDP, wisst ihr alle, fordert eine Enquete-Kommission. Dagegen ist natürlich Karl Lauterbach auf jeden Fall. Das hat er im Morgenmagazin halt eben auch gesagt, denn er sagt, das ist alles nur Ideologie. Und da gibt es so kleine Gruppen, die halt eben sich dieses Thema zu eigen machen wollen. Das ganze Thema der Aufarbeitung. Und sie wollen damit Politik gegen den Staat machen. Nö, wahrscheinlich wollen sie den Staat einfach nur mal ordentlich kritisieren, was er nämlich verdient hat, ne? Und wer gehört zu diesen Gruppen? Das ist natürlich die AfD auf der einen Seite, aber auch die Partei von Sarah Wagenknecht, BSW. Auch sie fordern halt eben eine Aufarbeitung. Aber selbst die CDU, meine Lieben, selbst der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, der hat nämlich in einem Interview, ich glaube, das war beim Heute-Journal, gesagt, er ist ebenfalls für eine Enquete-Kommission. Obwohl er von der CDU ist, ne? Und die hatten ja damals 2020 durchaus die politische Verantwortung, Jens Spahn etc. Und er sagt, nein, wir müssen das auf jeden Fall politisch aufarbeiten. Besserwisserei nutzt gar nichts, sondern es gilt tatsächlich halt eben zu gucken, okay, wo sind wir wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Das kann man von einem, wie auch immer, zugedröhnten oder nicht zugedröhnten Karl Lauterbach doch gar nicht verlangen. Und auch dieser Janosch Dahmen, der hat ja seinerzeit ordentlich auch gegen Impfkritiker halt eben hier gehalten und so verschiedene Aussagen getätigt. Und der ist ja auch total dagegen, dass hier aufgeklärt wird. Und was sagt Janosch Dahmen, unser grüner Junge? Bei ihm sind es schon ausländische Nachrichtendienste, die hinter der RKI-Enthüllung stecken. Alles mit dem Ziel, jetzt kommt sein Zitat, unsere Gesellschaft vor dem Hintergrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine weiter zu spalten und Politik handlungsunfähig zu machen. Ja, wie bekloppt ist das denn? Also die Russen gehen zu multipolar, stacheln die an, dass die RKI-Daten rausgegeben werden sollen, nur damit wir halt eben von dem bösen Verhalten Russlands gegen die Ukraine abgelenkt werden. Also das muss man sich mal vorstellen. So ein verquirlter Quark kann man sich doch überhaupt nicht mehr in irgendeinem Kopf ausdenken. Es sei denn, es ist ein grüner Kopf, ne? Nur meine persönliche Meinung. Und Dahmen spricht ja vor allen Dingen hier von weiteren Desinformationen, denn für die Partei wird es langsam zu viel mit dieser Desinformation, die sich oft in recht guter Übereinstimmung mit der Realität befindet. Ne? Also verschiedene angebliche Desinformationen entsprechen tatsächlich der Wahrheit. Oder meint Dahmen, so heißt es bei Tichys Einblick weiter, eigentlich jenen neuen US-Modebegriff Malinformation, also die zutreffende, aber schlechte oder schädliche Information, die sich die Regierenden ja auch oft genug wegwünschen. Tja, das kann man schon so sagen. Und in seinem Video-Statement bei der Nachrichtenagentur Reuters stellt Gesundheitsminister Karl Lauterbach fest, das RKI habe unabhängig von politischer Weisung das Richtige getan. Wer entscheidet eigentlich, was das Richtige ist? Karl Lauterbach oder wirklich Wissenschaftler? Und inwieweit war das RKI tatsächlich unabhängig? Also irgendwie ist dieser Typ, lebt er in einer Blase, wo er nicht mehr so ganz die Realität wahrnimmt. Ich habe mir sagen lassen, das sind auch Folgen von zu viel Cannabiskonsum. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin halt eben keine solche Konsumentin. Aber möglicherweise stimmt das schon, dass jemand, der halt eben ständig solche Zeug raucht oder sonstige Dinge zu sich nimmt, dass er die Realität nicht mehr richtig einschätzen kann. Also anders kann ich mir das überhaupt nicht mehr erklären, dass hier solch eine Verschwörungstheorie von Lauterbach hier geäußert wird. Und er hält das auch noch für politisch wahre Münze. Also er ist der Meinung, er gibt damit wirklich sehr kompetente Statements ab. Aber eins gibt Lauterbach tatsächlich zu, denn die Schäden durch Lockdowns in afrikanischen Ländern seien sehr gravierend gewesen. In afrikanischen Ländern waren die Lockdowns sehr gravierend. Für Deutschland mag er das Gleiche nicht zugeben.
Hier soll der Lockdown immer noch als alternativlos und schadlos gelten, obwohl andere in den Altersstrukturen vergleichbare Gesellschaften wie Schweden und Texas praktisch ohne diese Lockdowns ausgekommen sind. Aber immerhin, Lockdowns haben nur den Afrikanern geschadet, aber doch nicht uns Deutschen. Wo kommen wir denn dahin? Wir sind ja sowieso viel, viel resistenter als die armen Afrikaner, ist doch völlig klar. Und dann wiederholt Lauterbach noch seinen eigenen Long-Covid-Mythos. Obgleich internationale Forscher davon ausgehen, dass weder die Symptome dieser Erkrankung klar sind, noch das Syndrom überhaupt irgendwie beachtlich wäre im Vergleich mit anderen Viruserkrankungen. Aber es kommt noch schöner, so heißt es bei Tichys Einblick. In typischer Selbstüberhebung erkennt Karl Lauterbach laut Zeit schon wieder, wie kleine Gruppen versuchen, das Thema zu nutzen und damit Politik gegen den Staat zu machen. Das könne diese Gesellschaft doch nicht voranbringen. Tja, vor allen Dingen bringt es nicht die Regierenden voran. Ne? Die müssen sich halt eben vielleicht mal unangenehme Fragen stellen. Aber das geht natürlich für ihn überhaupt nicht. Also wir halten mal fest, ich habe mich jetzt auch wieder ein bisschen beruhigt, diese Verschwörungstheorie von Lauterbach und Dahmen ist, ich sag mal so, der krampfhafte Versuch, von der eigenen Verantwortlichkeit abzulenken und natürlich dem Russen hier in die Schuld zu schieben. Von daher bleibt es eine schöne Verschwörungstheorie, davon bin ich überzeugt. Und der Russe steckt nicht dahinter. Ich bin mal gespannt, mit welchen Verschwörungstheorien die Herrschaften demnächst noch aufwarten werden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und, ach übrigens, den Artikel werde ich euch natürlich unten in die Infobox packen, ist doch wohl klar. Freue mich auf eure Kommentare. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.